Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Eine Interventionsstreitkraft der Hochelfen kommt und belagert meine Stadt. Und die plündern einfach mal. Trotzdem, was soll der Scheiß mit der Interventionsarmee? Die haben doch gar nichts mehr davon. Hör ich mal doch die Kacke. Also beziehungsweise hör ich mal doch Truppen hier unten, um meine Gebiete zu verteidigen. Mit Ginky und all den Rinky, nicht Ginky, nach Süden laufen, ey. So, du sammelst auf dem Weg mal ordentliche Sachen ein. So, Aggression. Otschen. Passive Fähigkeit Raserei. Immun gegen Psychologie. Kann sich also nicht rehabilitieren. Ach, rot sehen. Mein Gott. Es ist spät. Verfluchte Insel. 5000 für die Schatzkammer. Auch wenn ich die Kacke nicht brauche, wir bauen jetzt hier jeden Scheiß aus. Ich hab Geld und ich zeig auch, dass ich Geld habe. Das sind doch ganz einfache Speerträger und sowas. Wenn die mich angreifen nächste Runde, beziehungsweise die Festung... Da kann mir doch gar nichts passieren. Wo kommen die her? Orkli Wellenbrecher? Was ist das für eine Fraktion? Das ist eine Fraktion, die es gar nicht gibt. Nur mal so als Info. Das sind irgendwelche Leute, die im Chaos zugewandt sind, die kommen einfach aus dem Nichts. Dabei habe ich gedacht, da oben kommen die drei Chaos-Armeen. Ach, das ist so ein Blödsinn mit diesem Beschwörungskack. Aber wenn du eine große Kampagne spielst mit der großen Gesamtkarte, die ja gar nicht so groß ist, weil die ein bisschen zusammengestampft wurde. Dann steht man da wieder. Und ist 8000 Jahre an der Karte am Spielen. Weil man nicht missionsorientiert arbeitet. Jetzt muss ich mir den Krieg von dem hier unten angucken, der unser militärischer Verbündeter ist. Und der einfach verliert gegen die... Oh, ich habe wieder vergessen, wie sie heißen. So, und die belagern jetzt meine zweite Stadt. Oder noch schlimmer, die gehen nach da ganz unten und belagern Turm der Sonne.
Was ist das für ein Blödsinn? Was seid ihr für Leute? Wo kommt ihr her? Warum greift ihr nicht Tor Elasor an? Tor Elasor hat nämlich keine Garnison. Warum habe ich keine Garnison hier gebaut? Karl Axtbrecher, tot. Ich dachte erst, das wäre sein Kopf. Er wäre ein lebendes Skelett. Ach, das wäre schön. Ich will auch gerne ein lebendes Skelett. Ich glaube, so lebt es sich ganz gut. Beweg deinen Arsch. Krokegar. Interventionsstreitkraft der Hochelfen getötet. Ich glaube übrigens, ich schmeiße die Stegadon hier raus. Und nehme dafür noch mehrere wilde Kanosaurier mit. So, das sind wir gleich in der nächsten Stadt. Der Schatz des Vampir-Admirals, da bin ich wahrscheinlich aus Versehen durchgefahren. Was soll's, 23.000 Kapital. Sind eigentlich immer wieder die gleichen drei Städte, die ich schützen muss beim Ritual? Ich hoffe. Dann schicke ich mich meine drei Armeen jetzt zusammen. Feinde habe ich in der Umgebung eh nicht mehr. Die sind alle besiegt worden oder kämpfen gerade gegen Verbündete von mir. Oder sind ganz weit weg, wie die Orden der Lehrmeister. Deshalb würde ich das Ritual abschließen sollen. Ohne drei Armeen. Und für drei Armeen brauchst du einfach schon so viel Platz. Und ja, ich nehme euer Angebot für militärisches Bündnis an. Inzwischen bin ich auch wieder vertrauenswürdig. Ich glaube, deshalb will er ein Bündnis mit mir haben. Ich habe das Gefühl, dass der Gruftlord hier unten die letzte Bastion ist gegen die dämlichen... Ah ne, das sind Orden der Lehrmeister und das andere Rot sind die Hexoate. Die andere, also Hexoate sind die, ist der andere Echsenstamm. Lashik besetzen und erobern. Nö. Da steht schon gerade ein anderer neben.
Sind alle vom Chaos inspiriert und hauen einfach ab. Ach scheiße, jetzt habe ich den aus der Armee rausgenommen. Wie ich das liebe, wenn ich das mache. Kampfessen, Stegadon, Kampfex, Entschuldigung. Einkommen nach der Schlacht erhöhen. Minus 20% Unterhalt für Saurus-Infanterie. Das würde sich bei dem sogar lohnen. Kosten eh nicht mehr viel. Wenn ich Geld habe, so soll ich es auch ausgeben. Kann ich einfach sagen, ich habe gewonnen. Was ist denn hier los? Kommt das vom Ritual? Ach so. Eine Armee wilder Kanon und Saurier, Stegadons und Bastilladons erscheint in eurer Fraktionshauptstadt. Warum nicht? Die anderen haben ja auch eine Runde zu tun. Da habe ich nie drauf geachtet. Ich dachte immer, das ist nur diese kleine Verbesserung für die, wie heißt es? Truppengeschichte. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich es gerade nennen soll. Also, dass wir diese Verbesserung kriegen für die Schlacht. Und nicht, dass wir da so eine Armee rausziehen können. Innerhalb von einer Runde, muss man dazu noch sagen. Der Hund weiß heute auch nicht, wo er schlafen soll. Tja, was machen wir zukünftig in Total War Warhammer? Oder werden wir Total War Rome 2 nochmal rausziehen? Oder werden wir in Zukunft alle Let's Plays nur noch mit Facecam machen, damit ihr sehen könnt, dass ich morgens um 8 Uhr PC-Spiele spiele. Mit einer Uhr im Hintergrund, wo man dann immer sehen kann, wie die Zeit sich bewegt. Oder ich mache mit Greenscreen rein. Oder noch anders, wir machen wirklich die Storytelling-Let's Play-Kram. Oder ich trete diesem Krieg jetzt bei. Aber nur, wenn ihr mir das bezahlt. Na, für 2000 gehe ich doch nicht da in den Krieg rein. So, Lakaien des Chaos. Was macht ihr? Ihr greift meine dämliche... Ah, weißt du, was die angreifen? Die dämliche Siedlung, wo ich keine Mauern bauen durfte.
Armee blockieren, fehlgeschlagen. Na, es gibt Schlimmeres. Rüstungsdurchdringender Schaden erhöht. Waffenschaden plus Rüstung 15. Zusätzlicher Armeeunterhalt. So, zurück in die Stadt mit euch. Truppen auffüllen lernen. Du hast ein Level abbekommen, weil du den Typen da unten angegriffen hast. Dann können wir jetzt noch 2 Punkte theoretisch vergeben. Dann lernst du noch den Fluch für 2 Punkte. Dinsler! Ah, wie ich's hasse. Weißt du, wenn ich jetzt rausgehe? Können wir sie alle wegschlachten. Und ab rein da. Und ihr werdet jetzt alle verbleibenden Chaos-Truppen bitte ausschalten. Es sind noch 6 Runden, bis das Ritual abgeschlossen ist. Warum kann ich das Interface nicht ausblenden? Wahrscheinlich habe ich die Taste vergessen. Ach, da war ja noch einer. Ich wünschte, ich hätte Fallschirmspringer. Warum ist das nicht Hearts of Iron 4? Ich möchte Fallschirmspringer ausbilden und damit England erobern. Und Flughäfen einnehmen. Und dann mache ich alle platt. Boah, mit den Anhängern Nagash habe ich Tut mir leid, muss ich ablehnen. Das musst du selbst erledigen. Wir haben nur noch eine Provinz. Aber ich weiß nicht, ob ich mit denen irgendeinen Vertrag... Also ich habe auf jeden Fall ein Handelsabkommen mit denen laufen. Ich will einfach gar nichts brechen. Das ist nämlich alles doof. So, Hauptarmee auch fertig, bleibt da stehen. Wenn das Ritual abgeschlossen ist, verschwinden die Chaos-Armeen dann wieder. Armee blockieren. Ah, sehr schön. Einmal Armee blockieren und schon kriegt er wieder einen Skillpunkt. Angriff, Angriff, Angriff. Mach ihn platt.
schlag ihn ordentlich kaputt. Aha. Mach ihn einfach nur platt. Wer denkt sich eigentlich eine dämliche Provinz aus, wo man keine Verteidigungstruppen reinsetzen kann? Danke, Entwickler. Beziehungsweise keine Garnison aufstellen kann. So, billige Global-Einheiten. In fünf Runden ist das Ritual abgeschlossen. Wird es eigentlich beschleunigt, wenn ich alle nervtötenden Truppen vernichtet habe? Wie zum Beispiel hier die Chaos-Armee? Ich glaube nicht. Ich muss sie trotzdem verteidigen. Moment, ich zahle 680 für Frieden. Ich nehme es mal einfach an, weil ich hoffe, dass wir noch in einem Handeldialog kommen. Weil gleich wird ein Handelspartner von mir zerstört. Wir bleiben im Krieg. Ihr seid nämlich gleich auch tot. Moment, eins zurück. Nimm hier den heiligen Stegadon, schieß mich tot, Typen. Bau der Mauer abgeschlossen. Das weiß auch heute noch jeder, dass Mauern die einzige Waffe sind gegen alles. Arbeitslosigkeit, bau eine Mauer. Ethnische Minderheiten, bau eine Mauer. HIV, bau eine Mauer. Um den HIV-Virus. Oh mein Gott, ich habe gerade gesagt, man sollte eine Mauer um Afrika bauen. Dabei kommt HIV gar nicht aus Afrika. Der erste bestätigte Fall kommt aus den USA, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich müsste die Geschichte dazu nochmal lesen. Ist das wohl? So, er kann doch nicht am goldenen Turm vorbeigehen, oder? Ich würde nämlich gerne noch die letzte Chaos-Armee vernichten. Bevor wir Feierabend für heute machen. Ihr wollt Nestle boykottieren?
Baut eine Mauer drum. Ich bin übrigens auch im Moment am überlegen, ob ich Nestlé boykottieren sollte. Leider kamen die so viele Produkte, es wird schwierig, das durchzuziehen. Vor allem, es gibt so viele Megakonzerne, wo so viel Kram drin ist. Wenn man sich das erstmal realisiert, wie viele Marken, sag ich mal, unter einer Hauptmarke drin stecken. Das habt ihr übrigens auch bei der Autovermietung, wo ich früher unterwegs war, dass viele Marken entweder von den Markenträgern selbst aufgesetzt wurden, so wie bei Fluggesellschaften, dass dann Eurowings zu LTU gehört oder was auch immer. Was auch in der Autovermietung. Weil man unterschiedliche Preissegmente bedienen will, wo das einfach der absolute Gag ist, weil zum Beispiel dieselben Flugzeuge verwendet werden oder dieselben Fahrzeuge. Also du bezahlst weniger letztendlich als beim anderen und bekommst dasselbe. Naja. Und ich musste noch so einen Artikel lesen die Tage, wegen Produkte wurden wieder aussortiert, wegen irgendeinem Supermarktstreit, weil die Preise angezogen wurden von dem Produkt. Und ich habe, das musst du mir vorstellen. Die Supermarktketten haben die Preise schon immer diktiert für die ganzen Lieferer. Und die Lieferer machen nicht umgekehrt die Preise im Supermarkt, wo ich dann einfach denke, wollte mich verarschen, es geht doch eigentlich grundlegend darum, der Supermarkt ist doch die Handelskette, die das Angebot des Produzenten weitergibt. Und natürlich macht der Produzent den Preis und nicht der Supermarkt am Ende des Tages, finde ich jedenfalls. Und da sieht man einfach den absoluten Druck und es ist so schon seit Jahren, weshalb dieser Artikel total lächerlich war, weil es einfach anstatt irgendwie von einem 18-Jährigen ist, der noch nie Weltwirtschaft gesehen hat die letzten 20 Jahre. Die großen Supermärkte machen schon Ewigkeiten Druck und haben dann die Eigenmarken aufgemacht durch die Zulieferer, die die in Bankrott getrieben haben, indem die Preise immer weiter gedrückt haben. Dann haben die aufgekauft und haben das dann übertragen in ihre Eigenmarke. Das ist ein Geschäfts... Also beziehungsweise so machen die ihr Geschäft. So bauen die ihre Eigenmarken auf. Aber was denkst du, glaubst du, Lidl hat dann irgendwo was aufgebaut und gesagt, ja, jetzt haben wir eine Fleischerei, um irgendwelche Billigwurst hier anzubieten? Im Low-Segment? Nein, das war mal ein früherer Zulieferer, der jetzt umgelabelt wurde dann und halt von Lidl gekauft wurde unter der Hauptmarke. Und deshalb finde ich das gar nicht so gut, dass die Supermärkte so extrem Einfluss haben darauf, was, sag ich mal, die Zulieferer für Preise durchringen. So. Genug gemeckert über Weltwirtschaft. Klopp, da sind sie weg, die Lakaien des Chaos. Und wir haben alles besiegt, was es hier so gab. Haben wir noch einen Platz frei? Ah, da kann ich mir nichts Besseres vorstellen als ein ehrwürdiges Stegero schieß mich tot. Moment, ich möchte gerne diesen Krieger rauskicken. Und ihn reinschmeißen. Und ja, wir werden noch ein paar Schlachten schlagen. Wenn es soweit ist. So, noch einen Gehörnten. Mal ganz kurz schauen, haben wir noch irgendwas zum Ausbauen? Ja, Moment, hier können wir Waren herstellen. Oh mein Gott, Wein. Egal, wir machen trotzdem Mauer. Und damit Feierabend für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge zum Total War Warhammer 2 mit den letzten Verteidigern, wo es eigentlich nur noch darum geht, die Mahlstromrituale abzuschließen.
Dann habe ich wenigstens die Kampagne hier auch auf höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft. Was will man mehr? Hm. Familie, Freunde. Einen Abend frei. Und so ein Kram.